Wo sehen Sie die Bedeutung von Konferenzen wie der GBB für die Immobilienwirtschaft? Das war meine erste GBB-Sitzung, Konferenz, die ich mitgemacht habe. Ich sehe solche Konferenzen wahnsinnig wichtig an, dass sich die Branche einander kennenlernt und man gemeinsam Themen vorgibt, die wichtig sind für die Zukunft. Und Nachhaltigkeit ist so ein Thema, nicht nur davon zu reden, sondern es auch zu machen und hier vorzubesprechen und nächstes Jahr dann die Erfolge zu feiern. Wir haben ja gerade eine Podiumsdiskussion zum Thema der große Wandel und die Immobilienwirtschaft gehabt. Gab es für Sie dabei Punkte, die für Sie was Neues waren, wo Sie sagen, das nehmen Sie für Ihr Unternehmen mit? Es gab viele positive Aspekte, aber nein, eigentlich nehme ich nur das mit, dass wir nicht alleine sind mit unserer Gedankenwelt und dass wir alle an einem gemeinsamen Strang ziehen. Ja, die GBB-Konferenz ist meiner Meinung nach ein ausgezeichneter Ort und ein ausgezeichneter Zeitpunkt, sich in der Branche wieder mal auszutauschen. Gerade die Podiumsdiskussion hat ja jetzt gezeigt, dass es ein sehr, sehr breites Spektrum an Ideen gibt, das auch kommuniziert werden muss. Und diese Kommunikation ist genau das, wofür so eine Konferenz da ist. Sie haben ja auch für den GBB Award eingereicht, das Projekt Promenada in Bukarest. Können Sie ein bisschen was über dieses Projekt erzählen? Ja, die Promenada Mall ist für uns ein ganz besonderes Projekt, weil wir das in einer Zeit begonnen haben, wo es wirtschaftlich nicht so rosig ausgesehen hat. Wir allerdings dann doch den Schritt gewagt haben und zusätzlich aber keine Kompromisse gemacht haben, was die Nachhaltigkeit des Gebäudes betrifft. Das hat sich letztendlich darin geäußert, dass wir das höchste Ergebnis all unserer Zertifizierungen, und wir haben schon einige gemacht, in der Promenada Mall erzielt haben. Wir haben also fast 90% erreicht und sind wahnsinnig stolz darauf. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Projekt auch gewinnen wird. Ich denke, die Veranstaltung ist wie jedes Jahr sehr spannend. Die Vorträge und die Vortragenden sind immer hervorragend auf ihre Themen vorbereitet. Besonders interessant habe ich gefunden, wie die Gemeinde Wien mit den Herausforderungen der Zukunft, der Zuwanderung reagieren möchte und welche Ideen es hier geben soll oder umgesetzt werden sollen. Das Ganze auch noch unterstützt mit dem Vortrag über die Kommune in Basel. Das hat mich sehr interessiert, wie weit andere Städte mit Themen Integration, Verdichtung des Wohnraums umgegangen sind. Es ist sehr interessant, Einblicke in die Immobilienbranche zu bekommen. Für uns wäre wichtig, halt, dass noch mehr jüngere Leute kommen, dass ein frischerer Wind und innovativere Ansichten hier vertreten werden. Wir stehen für die neue Welt des Arbeitens und die Generation Y. Arbeit passiert heutzutage überall und das sollte hier auch noch mehr zum Vorschein kommen. Ihr habt ja auch eingereicht für den GBB Award. Kannst du uns ein bisschen was über euer Produkt erzählen? Wir sind eine Buchungsplattform für Meetingräume und Seminarräume on Demand. Es geht darum, dass Menschen, die Arbeitsräume brauchen, sie von anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen können. Das läuft unter dem Thema, wie gesagt, das ist die neue Welt des Arbeitens und Sharing Economy und Room on Demand. Also wenn ich den Raum brauche, dann kann ich ihn mir flexibel dazu mieten. Philipp Kaufmann, Präsident der ÖGNI, 5 Jahre ÖGNI, 5 Jahre GBB, viel haben wir ja gemeinsam auch entwickelt. Wie würdest du den Status, den wir jetzt haben, zusammenfassen? Wenn man das Ganze sozusagen als Kind sieht, dann sind wir im 5. Jahr noch nicht ganz schulreif, aber wir haben schon gehen gelernt. Und genau das ist das Thema, was wir im Augenblick vorfinden. Also wir haben gestartet und wir beide haben ja damals noch bei der Real Vienna dieses Pflänzchen gesetzt oder gesät. Und jetzt ist es wirklich zu einem stattlichen Baum geworden. Dahingehend, wir können die Dinge bewegen und man sieht, dass der Zuspruch vorhanden ist. Alexander Bosak, heute in deinem Vortrag hast du erwähnt, dass Immobilien laufend den Nutzerbedürfnissen angepasst werden müssen. Kannst du uns jetzt im Interview kurz was dazu sagen? Ja, also eine Studie von Berit Offergeld hat im Jahr 2013 eben jetzt auf empirischen Zahlen hat ergeben, dass der Nutzungszyklus für ein Bürogebäude im Durchschnitt 19 Jahre beträgt. Das habe ich im Vortrag schön gezeigt, aufgrund der sich verändernden Büroformen, wie immer neue quasi Bürostrukturen gefragt waren, die natürlich auch immer gleichzeitig dann mit der Zeit auch in einem Gebäude Platz finden müssen. Und die Schlussfolgerung ist die, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder, dass ich sozusagen ein Gebäude errichte, das in der Struktur so flexibel ist, dass ich es immer wieder an diese Veränderungen anpassen kann, beziehungsweise ein zweiter Weg, dass ich bewusst ein Gebäude
Gebäude so konzipiere, dass es in der Länge dieses Nutzungszyklus eben entspricht, also sprich ungefähr 20 Jahre. Und dass ich dann im Idealfall auch wieder recyceln kann und wieder ein neues Büro errichten kann, das dem neuen Nutzungszyklus oder den neuen Nutzeranforderungen entspricht. Heute hatten wir in der Früh schon das Thema, Christoph Kohr hat erzählt, dass die große Herausforderung für die Immobilienwirtschaft das leistbare Wohnen in Wien sein wird, dass der Durchschnitts-Wiener um die 18.000 bis 22.000 Euro netto im Jahr verdient. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung? Ja, danke. Das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Einerseits haben wir eine große Nachfrage am Wohnungsmarkt und auf der anderen Seite ist die Leistbarkeit das Thema. Das heißt, Wien braucht bis zu 250.000 Wohnungen die nächsten 10 Jahre, aber das Einkommen steigt nicht so wie die Preise am Grundstücksmarkt und auch die Baupreise steigen. Und diese Schere geht weiter auf. Wir als ÖSW-Gruppe begegnen dem so, indem wir doch versuchen, den Großteil unseres Angebots im leistbaren Segment zu bauen. Das ist einmal im geförderten Bereich, wo aber, und das Problem ist wirklich das größte derzeit, die Verfügbarkeit der entsprechenden Grundstücke nicht vorhanden ist. Wir haben hier diese Differenzierung vorgenommen, indem wir auch frei finanzierte Projekte mit einer eigenen Firma, die wir mit einer Bankentochter neu gegründet haben, zu begegnen. Wir haben zufällig hier ums Eck, heute habe ich nur eine Kleinfeier von dem ersten Projekt, das hier sozusagen an den Start gegangen ist. Das Unternehmen heißt Erste ÖSW Bauträger GmbH. Ich glaube, der Name sagt schon, welche Partner hier sozusagen zusammengefunden haben. Und dort haben wir mit Finanzierungsmöglichkeiten der Bank und letztlich auch mit Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich vom Privatvorsorgesituationen ein Produkt geschaffen, das letztlich knapp über dem geförderten Niveau liegen wird. Und das merken wir am Markt, kommt sehr gut an. Das heißt, hier gelten nicht die Einkommensbeschränkungen, die im geförderten Bereich Gültigkeit haben, sondern hier kann jeder mieten, der sozusagen dieses Produkt nachfragt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch im frei finanzierten Eigentumsbereich Schienen fahren, wo wir versuchen, nicht den Markt derzeit auszureizen, sondern ganz bewusst in der Gemeinnützigkeit, in gemeinnützigen Unternehmungen entsprechenden Kalkulationsvorschriften, die dort Gültigkeit haben, vorzugehen. Da merken wir, diese Produkte kommen auch gut an, weil sie an der untersten Bandbreite des derzeitigen Marktes zu liegen kommen. Und insofern funktioniert das sehr gut. Das heißt, letztlich ein halbwegs leistbaren Grund muss man finden, mit einer entsprechenden Widmung natürlich. Dann, und das macht uns sicher auch gegenüber dem Mitbewerb stark, indem wir halt viel Erfahrung haben im qualitativ hochwertigen Bauen, aber doch zu verträglichen, leistbaren Kosten schaffen wir hier Produkte, die derzeit am Markt sehr, sehr gut ankommen und ich denke, dass auch in der Zukunft wir das sicherstellen können. Wie haben Sie die GBB bis jetzt erlebt? Ja, ich muss zugeben, bin das erste Mal, zu meiner Schande, das fünfte Mal schon, findet sie statt. Das erste Mal dabei, sehr, sehr positiv. Ich bin praktisch von Anfang an dabei gewesen und ich finde es ein spannendes Spektrum, das hier aufgefächert wird und vor allem Kollegen aus anderen Bereichen, auch aus der Immobilienbranche und nicht nur aus dem sozialen und frei finanzierten Wohnbau, ist eine große Bereicherung auch für mich. Wir hatten heute in einigen Vorträgen schon die Forderung nach leistbarem Wohnen. Sie als Wohnbauträger, wie reagieren Sie auf diese Forderung? Wir merken, dass eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach Wohnungen vorhanden ist, dass sehr viele Kunden Wohnungen suchen, aber oftmals die Leistbarkeit eine ganz große Hemmschwelle ist. Die Leute dann eigentlich sehr traurig sind, dass sie zu der Wunschwohnung, die sie gerne hätten, nicht kommen können, weil einfach vom Familieneinkommen oder auch von der Mithilfe der anderen Familienmitglieder es sich nicht ausgeht. Unsere Reaktion darauf ist, dass wir in derselben Lage etwas kleinere Wohnungen machen, die Wohnungen etwas kostengünstiger in der Ausstattung machen, um zu schauen, das Produkt so zu machen, dass sie das neu leisten können. Das heißt, wir reagieren auf die Frage der Leistbarkeit, indem wir einfach die Fläche der Wohnung reduzieren, aber das Angebot an Zimmern beibehalten. Die Quadratmeter sind dann weniger und damit kann man sich so manches wieder leisten. Die andere Reaktion darauf ist, dass wir in vielen Fällen statt Eigentum in Zukunft wieder Miete bauen,
weil viele Leute einfach für das Eigentum die Eigenkapitaldecke nicht haben und für Miete es heutzutage wieder neue Investoren gibt, die gerne Mietwohnungen als Investment sehen, damit der neue Hausherr ist im Entstehen. Verstehe. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt auf der GBB? Es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr interessant. Es waren die Diskussionen sehr spannend, haben mir sehr viele neue Ideen und Anregungen gegeben. Und die Gespräche mit den Kollegen sind wie immer auch sehr, sehr nett. Und das Networken gefällt mir immer sehr gut.